Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever auf der Münchenkarte Folge 52. Ich darf euch heute mit großer Zufriedenheit den neuen Bauabschnitt präsentieren. Wir sind gerade auf dem Weg, also ihr seht schon, hier fehlt noch einiges. Das ist tatsächlich hier noch komplett Baustelle. Wir sind aber auf dem Weg Richtung Großhesselohe Isartalbahnhof. Dieses ganze Viertel ist neu dazugekommen, beziehungsweise diese ganze Ortschaft. Und ab jetzt beginnt auch ungefähr der Schönbaubereich, hier wo der Zaun steht. Und das ziehen wir uns jetzt einfach mal kurz rein. Da düsen wir mal mit der S-Bahn durch, fahren dann auch direkt bis nach Solln runter, würde ich sagen. Und anschließend gibt es die Bastelzeitraffer zur Entstehung dieses ganzen Areals hier. Und nach der Bastelzeitraffer eben, wie üblich, gehe ich einfach auf die Details ein. Und eine sehr coole Sache am Rande, das habe ich auch in der letzten Folge gar nicht erwähnt, komplett vergessen. Diese Texturen-Mod, ich habe mir die jetzt einfach nochmal aus dem Workshop geholt, also abonniert dort, dann nochmal aktiviert. Und jetzt habe ich auch endlich diese ganzen Texturen zur Verfügung. Das ist natürlich mega cool, jetzt kann ich auch endlich Flüsse, Bäche, Seen und sowas anlegen und dergleichen noch mehr. So Feldtexturen sind da ja auch mit drin, die man sich jetzt selber setzen kann. Ja, richtig coole Sache, definitiv. So, hier rechts im Bild, das ist übrigens der, wir steigen mal ganz kurz aus an der Stelle, halten das Ding an. Das ist quasi der alte Bahnhof, also der halt so noch erhalten ist, der Isartalbahnhof, das ist heute ein Restaurant, den haben sie schön ausgebaut. Ich war noch selber noch nie dort, muss ich eigentlich mal machen, weil es, glaube ich, echt eine ganz coole Nummer ist für so Eisenbahn-Nerds wie mich. Und diesen ganzen Bereich außenrum, den habe ich mir jetzt auch schon ganz nett ausgebaut mit Details. Also viele Autos hingeparkt, hier den Biergarten so ein bisschen mit Leben gefüllt. Hier sieht man auch schon ganz gut die Texturen-Mod, werde ich gleich nochmal drauf eingehen natürlich, bisschen im Detail. Und wir fahren einfach nochmal ein Stückchen weiter, denn wie gesagt, nach der Bastelzeitraffer gehe ich da sowieso nochmal auf alles ein bisschen drauf ein. Hier das Schotterbett, das macht schon Sinn, also die Brücke ist einfach ein bisschen breiter und hier war ja auch mal, das habe ich glaube ich, genau, das habe ich letzte Folge schon erwähnt, hier rechts auch wieder dieses Schotterbett im Bild. Das ist eben diese alte Isartalbahnhof, die alte Isartalbahn, der alte Schienenverlauf, der eben rückgebaut wurde und heute nur noch irgendwie so ein Fahrradweg ist. So, dann runter nach Solln über den Überwurf. Der passt hier auch wunderbar rein, wie ich finde. Und in Solln, würde ich sagen, steigen wir dann auch aus und ziehen uns direkt die Zeitraffer rein. Okay. Natürlich nicht bei fahrender S-Bahn. So, jetzt können wir aussteigen. Gut. Also dann, viel Spaß mit der Bastelzeitraffer. Und im Anschluss daran gehe ich einfach auf diesen ganzen Bereich ein wenig ein. Viel Vergnügen!
Dann gehen wir es mal durch. Dazu brauche ich die GUI. Und zwar fangen wir mal mit dem Texturmod an. Wo waren die noch einsortiert? Hier. Also ihr seht schon, ich habe jetzt hier die volle Palette zur Verfügung und ich habe damit natürlich auch schon gearbeitet. Hier habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Felder angelegt. Das Nachteil ist halt, also hier haben wir jetzt nicht, wie zeige ich es am besten, nicht eine Textur im Sinne, die wir jetzt hier aufpinseln können, so wie eben hier so eine ganz normale Gravel-Textur, die kann man ja hier einfach aufpinseln sozusagen. Sondern mit diesen Farmland-Dingern, mit diesen Feldern, die kann man sich halt einfach so hinzimmern. Ja, vielleicht mal irgendeine Ecke, wo es nicht direkt so auffällt. Gehen wir mal hier irgendwo raus. Naja, da ist ja eh schon alles irgendwie so zugepflastert. Und die werden dann halt hier so random hingezimmert. So, da hat man leider keine Möglichkeit, die irgendwie zu rotieren oder so. Deswegen ist das relativ fummelig. Aber man kann natürlich schon große Felder hinstellen. Das ist natürlich dann. Das dauert halt einfach seine Zeit, da braucht man ein bisschen Geduld. Aber im Großen und Ganzen ist das schon echt eine coole Sache. Also einfach, um sich auch große Felder hinzuzimmern, das werde ich dann auch noch irgendwie machen müssen. Zu gegebener Zeit. Hier habe ich jetzt schon mal so einen kleinen Bach hingebaut. Da ist auch irgendwo in der Ecke, an dieser Strecke entlang, ist auch tatsächlich so ein Bach, kann ich mich noch daran erinnern, aus meiner Kindheit, das weiß ich noch. Deswegen, das ist schon nicht so unrealistisch hier. Und dann werfen wir vielleicht bei der Gelegenheit, wo wir gerade noch beim Thema Texturen sind, machen wir kurz eine Exkursion zum Nymphenburger Schloss. So, also gerade für den Bereich ist das natürlich schon ein Segen. Also hier konnte ich mir jetzt halt, so wie es in der Realität auch ist, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, der Bereich hier, da ist kein Wasser, aber es gefällt mir schon extrem gut so. Also für die Inszenierung. Das kann sich doch echt sehen lassen. Und das gleiche gilt natürlich für den englischen Garten. Da habe ich jetzt auch nochmal ausgebessert, nachgebessert. Eben dieser ganze Bereich hier, ne? Also perfekt ist das jetzt nicht. Da müsste ich eigentlich auch nochmal ordentlich dran und eben das Terrain nochmal irgendwie wieder zurückbiegen, nachdem mir da ja damals, anno dazumal, als die KI noch bauen durfte, da haben sie mir immer mal wieder irgendwas hier reingestellt und dadurch ist natürlich auch hier das ganze Gelände einfach so ein bisschen durcheinander gekommen, wie man sieht hier zum Beispiel in dem Bereich. Das müsste ich halt eigentlich alles nochmal ausbessern. Muss ich mal schauen, wenn ich irgendwann Bock drauf habe, dann mache ich das. Aber ansonsten ist es auch nicht weiter tragisch. Also gerade so aus der Perspektive kann man das schon so machen, finde ich. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Und auf jeden Fall, also ganz klare Bereicherung, diese Wassertextur. Damit kann man natürlich wunderbare Sachen machen. Auch Stichwort Olympiasee, der da noch entstehen wird und dergleichen. Und einige Bäche, die es in München gibt, werde ich natürlich auch noch hier reinziehen mit diesem Texturtool. Coole Sache, da wird es noch ein bisschen mehr von geben in der Zukunft. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Schauen wir uns das Feld vielleicht noch mal ein bisschen genauer an. Also ich habe mir eben, wie gesagt, diese Dinger hier einfach reingekleistert. Dann diese freien Flächen, die da geblieben sind, einfach mit der dunkelgrünen Textur noch zugepinselt, damit das sich einigermaßen alles zusammenfügt. Hier haben wir noch so ein paar alte Gehöfte hingestellt, ein paar alte Bauernhöfe möglicherweise. Muss ich auch noch ein paar Details reinpflanzen. Kann man aber, glaube ich, auch schon so machen. Und eingerahmt habe ich dieses Feld dann halt einfach mit so einem Feldweg, logischerweise. Und ich finde, das fügt sich doch eigentlich ganz nett ein in die Landschaft. Dann habe ich mir noch ein paar neue Mods dazu geholt. Das sind, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob die alle vom Schwarzfahrer sind. Aber eben hier Deko-Assets findet ihr natürlich alles auf transportfever.net im Bereich Gebäude oder Deko-Assets, glaube ich, ist das einsortiert. Ich habe mir da mal alle Kirchen geholt, die es so gibt. Natürlich auch ein wunderbares Teil geworden. Und wenn man dann hier mit dieser Textur zum Beispiel arbeitet, das Ganze noch mit ein paar Bäumen aufhübscht, dann kann sich das schon sehen lassen. Was hier natürlich noch fehlt, sind Figürchen und geparkte Autos. Da habe ich weitestgehend noch nichts gemacht in dem Bereich. Das hier ist halt alles dazugekommen. Hier auch Thema Feld mal wieder aufgegriffen und genauso umgesetzt wie da hinten, was ich gerade schon gezeigt habe. Hier entsteht jetzt auch schon so nach und nach so ein großes Naherholungsgebiet, halt irgendwie mittelgroßer Wald bzw. Parkanlage. Hier vorne, das wird dann einfach der Parkplatz, wo ich dann einfach Autos hinpacke und vielleicht noch einen Kiosk hinstelle, vielleicht. Gibt es hier doch irgendwie so eine Art Waldwirtschaft, kleines Restaurant oder sowas oder Biergarten? Mal schauen, wir haben ja Möglichkeiten. Vielleicht sogar einen kleinen See an der Stelle oder einen Teich oder sowas. Lässt sich ja mittlerweile alles wunderbar umsetzen.
So, dann hier drüben hatte ich auch nochmal eine Kirche reingezogen. Findet ihr natürlich auch auf transportfever.net im Downloadbereich. Auch ein richtig schönes Ding. Und vor allem halt auch echt so ein Eyecatcher. Gerade aus der Distanz, wenn wir mal hier so eine Perspektive nehmen. Ah, vielleicht hier oben mal so auf dem Berg. Das ist doch echt eine feine Sache. Da schauen die, ragen die Kirchen so heraus. Und gerade auch so dieser Blickwinkel ungefähr mit der Großstadt im Hintergrund, da hinten so die Silhouette, ich finde, das ist mittlerweile echt richtig geil geworden. Also bin extrem zufrieden mit dem Fortschritt. Auch wenn das jetzt vielleicht als Eigenlob durchgehen mag, aber es ist einfach gut geworden. Hier drüben, das ist auch alles größtenteils Freestyle entstanden. Es ist schwierig, das Isarufer irgendwie einigermaßen umzusetzen, da. Einer der Bereiche, wo ich die größten Kompromisse leider eingehen muss. Das hilft alles nichts. Aber so, was die Gebäudebesetzung angeht, vor allem die Gebäudeauswahl, wie üblich, ich habe mich da einigermaßen am Original orientiert und geschaut, was da so eben rumsteht und habe das dann halt so dementsprechend umgesetzt. Und das ist eben nun mal hier, es ist eher so, hat eher ein bisschen dörflichen Charakter, so ein bisschen Speckgürtel, Vorstadt. Und dementsprechend habe ich halt die Gebäudeauswahl getroffen. Hier drüben auch mal wieder, das ist dann vielleicht ein bisschen bonziger, so ein kleines Nobelviertelchen mit alten, teuren Häusern. So, dann schauen wir uns mal den Bahnhofsbereich an. Da ist ja immer am meisten los. Das hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Auf jeden Fall, dieses Gebäude habe ich hier ungefähr so hingesetzt, wie es in der Realität ist. Dieser komischen, ja, mit dieser seltsamen Setzung hier, eben so L-förmig quasi. Dann werfen wir hier nochmal einen Blick drauf. Eben der ganze Parkplatz, der hier zu dem Restaurant auch dazu gehört. Und den üblichen Kram, eben hier Telefonzellen, eine Bushaltestelle, wo eine Buslinie verkehrt, selbstverständlich. Mit der, glaube ich, fahren wir dann gleich auch nochmal eine Runde. Wollte ich euch ja letztes Mal noch vorenthalten und jetzt zeige ich das natürlich auch alles. Und ihr seht schon, auch mit Be Besuchermagneten gearbeitet und Figürchen platziert. Das Übliche halt ist ja jetzt nun auch nichts Neues mehr, gefällt mir aber jedes Mal wieder ganz gut. Und ich finde, das passt schon so. Okay, gibt es sonst noch irgendwas Erwähnenswertes hier in der Ecke? Eigentlich nicht so weit. Fliegen da gerade noch mal so ein bisschen drüber. Das hier ist auch alles weitestgehend Freestyle geworden. Aber ich denke jetzt auch nicht wirklich großartig Innovatives dabei. Zumindest nichts, was ihr von mir noch nicht kennen würdet. So, dann schauen wir mal, wo fährt der Bus hier? Der fährt nach Solln runter. Nehmen wir mal den hier. Da steigen wir gerade mal ein. Lassen das Ding sausen. Ja, ist auch fast ein bisschen arg tief geworden. Wobei es geht noch. Es geht noch. Gerade noch so im Toleranzbereich, würde ich sagen. Es ist schwierig, die Brücken so hinzubekommen, dass es wirklich perfekt ist. Also jetzt hier schon ganz gerne noch vielleicht gut 2 Meter höher angesetzt, die Straße, damit es einfach ein bisschen besser aussieht. Aber sei es, so schlecht ist es jetzt nicht geworden. So, jetzt mühen wir uns hier mal den Berg hoch. Die Linie könnt ihr eigentlich ausblenden, solange. So, stellen wir wieder ein. Und ab zum Bahnhof. Hier, das passt auch soweit. Da ist jetzt nichts sonderlich Schäbiges dabei, was die Autosetzung angeht und so weiter. Denn das habe ich mir ja vorher alles ordentlich einplaniert und eingeebnet, den ganzen Bahnhofsbereich. Und das passt auch so, finde ich. So, weiter geht's.
Jetzt müsste er links abbiegen Richtung München sollen. Ach nee, der fährt erstmal in die Steffen-Swoboda-Straße. Grüße gehen raus an der Stelle natürlich. Mhm, hier auch relativ viel Detailreichtum. Und ich weiß, ich habe es schon öfter erwähnt, aber die Autos, Leute, die Autos und die Personen, das macht einfach den Unterschied. Ja, das ist echt eine coole Sache. Ach, sieh an, da ist sogar ein richtiges Kennzeichen drauf auf dem BMW, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sind das unterschiedliche Kennzeichen? Moment, das muss ich jetzt aber schon mal kurz überprüfen. Das ist doch jetzt hier zweimal dasselbe Auto gewesen, was ich hier im Blick hatte, oder? Einmal hier drüben, den weißen BMW, der jetzt hier so im Fokus ist, der hat doch irgendwas mit VIE, ich kann es nicht genau erkennen. Und hier drüben der rote, das ist doch dasselbe Modell, der hat ein ganz anderes Kennzeichen, irgendwas mit MG. Das ist ja abgefahren, okay. Vielleicht hat da jede Farbe irgendwie ein eigenes Kennzeichen, muss ich tatsächlich mal drauf achten, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, finde ich hiervon auch echt ein cooles Detail einfach. So, und jetzt fahren wir sowieso nach Solln rüber. Das hatten wir schon thematisiert. Fahren wir trotzdem noch ein Stückchen mit durch den Jahreswechsel durch, wie üblich. Und steigen einfach bei der nächsten Gelegenheit aus. So. Und stopp. Die Haltestelle Friederstraße an der Stelle, die gibt es tatsächlich, die ist da irgendwo, also geografisch nicht ganz korrekt, aber so einigermaßen halt. Ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man sich die Stationen dann selber auch so ein bisschen benennt. Und wie man sieht, auch hier, das funktioniert einwandfrei, auch wenn da jetzt natürlich nur eine Person wartet. Ich mache das natürlich mit den Besuchersteinen nach wie vor ganz, ganz behutsam, indem ich den also noch nicht so viel zuweise, sondern halt wirklich die kleinsten verfügbaren nehme. Sozusagen einfach schauen, damit das hier alles performancemäßig alles einfach im grünen Bereich bleibt. So. Okay, wo sind wir denn? Ja, im Großen und Ganzen war es das auch dann für die Folge. Das ist eben dieser ganze Bereich jetzt im Bild. Das ist das, was dazugekommen ist neu. Der Neuzugang sozusagen. Weiter geht es dann hier Richtung, was war es nochmal? Höllriegelskreuth, genau. Da wäre ich dann für die nächste Folge hier so in dieses Industriegebiet, dieses kleine Industriegelände, was ich schon mal angesprochen hatte, vor einigen Folgen entstehen lassen. Dann natürlich auch Bahnhofsbereich und hier die Ortschaft eben schon mal entstehen lassen und so weiter. Das gibt es dann wohl in der nächsten Folge zu sehen. Und hier kann man halt auch ganz nett so eine kleine Werksbahn inszenieren. Und dann will ich doch mal sehen, ob es mir nicht gelingt, dass ich da auch irgendwie so einen kleinen Güterzug zumindest, irgendwie so eine Rangierlok möglicherweise mit ein paar Waggons nur irgendwie zu diesem Industriegebiet hier oben verkehren lassen kann. Ja, ich weiß es noch nicht, wie ich das umsetze. Aber irgendwie so ein bisschen was in der Richtung hätte ich schon auch noch ganz gern hier auf der Strecke. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich auch mal sehr drüber. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Ich würde mich freuen. Viel Spaß noch mit ein paar bewegten Bildern aus diesem Bereich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt.